Also wir Schirker sind jetzt schon ganz stolz, dass die Übernachtungszahlen jährlich steigen. Und wir haben ja immer regelmäßig Brockenstammtische, wo wir die Harzkreise zusammennehmen, ob Westharz oder Ostharz, und den gesamten Harz gemeinsam vermarkten wollen. Und ich sehe eigentlich eine Chance. Selbst in Niedersachsen wird unheimlich investiert in Braunlage. Und wir jetzt hier investieren in Schirke. Und ich glaube daran, dass der Tourismus wächst. Und wenn wir jetzt dieses Wintersportgebiet Braunlage Schirke sehen, wird es sicherlich auch im Winter wieder mehr Übernachtungen geben für die Leute, die nicht professionell Skilaufen wollen, sondern das sind die, die aus unseren umliegenden Ländern, Holland, Dänemark und so weiter, hier nach Deutschland kommen. Es ist das erste Gebirge, an dem sie vorbeikommen und vielleicht auch hier dann halten und nicht weiterfahren bis in die Alpen. Dafür wollten wir hier ein touristisches Skigebiet erschließen und so sind die Pläne auch der Stadt Wernigerode. Ich bin 1944 hier in Schirke geboren. Bin da auch ganz stolz, dass ich hier noch als alter Schirker hier so ein bisschen Erfahrung habe. Ich war lange Zeit beim FGB Feriendienst beschäftigt. Im Dunkern, das war nach meiner Meisterprüfung die erste Arbeitsstelle als Küchenchef. Habe dort einige Jahre gearbeitet. War ein ganz wunderbares Ferienheim, was wir dort hatten. Wie ich dort zum Küchenchef wurde, das kann ich mich noch hinaustens daran erinnern. Das war in einem Gespräch. Wir hatten damals eine Objektleiterin, die hatte mich angesprochen und hat sie gesagt, also war ich ja noch verhältnismäßig jung. Sag mal, willst du da drüben Küchenchef machen? Habe ich gesagt, Mensch, das wird doch nichts, ich bin noch so jung und unerfahren. Nein, wir schmeißen dich da rein und dann wird das schon klappen. Und freue mich auch, das hat geklappt. Ich muss dazu sagen, als junger Küchenmeister dort tätig zu sein, war ich stolz drauf. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Wir waren 12 Mitarbeiter in der Küche. Und wenn man da schon Chef ist, ist das schon ein bisschen was. Aber als die Wende kam, habe ich mir die alten Mitarbeiter, mit denen ich dort tätig war, die habe ich jetzt in meinen jetzigen Betrieb übernommen. Und habe mich auch gefreut und ich sage auch immer, wenn wir uns hier sehen, auch selbst hier bei uns in diesem Hotel, sage ich immer, die alte Garde ist wieder da. Sie kommen auch selbst zu uns noch zum Helfen, obwohl sie schon Rentner sind. Aber das sind nicht mehr viel im Ort. Also daran sieht man, wie viel doch weggezogen sind. Ich weiß zum Beispiel noch, bevor es FDGB Ferienheim, es hieß zum allererst, also es hieß Barnberger Hof und dann hieß es Einheit. Und Einheit wurde dann wieder abgeschafft, weil es ja Einheit war ja für die DDR kein Begriff. Aber ich weiß auch, dass damals am Kriegsende der wunderbare Speisesaal oder das Restaurant von den Russen genutzt wurde als Pferdestall. Also daran kann ich mich noch erinnern. Weil die alten Schirker, die erzählten das, was da oben so los war. Und man hat dort auch vom FDGB her wieder was draus gemacht. Also wunderbare Stuckarbeiten, Leuchter, große Kronenleuchter. Da kann ich mich noch dran erinnern, wie das dann nachher wieder hergerichtet wurde. Also es war eine wunderbare Arbeit dort drüben. Wir haben sehr viele Veranstaltungen gemacht. Sie müssen sich das vorstellen. Es gab damals ein FDGB-Orchester hier im Ort, die haben Kaffeemusik gemacht und haben aber auch Tanzmusik gemacht. Und wir haben dort im Dunker unheimlich gute Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel das Schlachtefest, was ich damals da durchgeführt habe. Das wurde sogar vom damaligen DDR-Fernsehen aufgenommen und wurde gesendet in einer
Sendung Sie, Er und 1000 Fragen. Und die Leute, die waren begeistert, wenn wir dort mit richtig schöner Frühschoppenmusik da Schlachtefest hatten. Also es wurden auch andere, also es war jede Woche mindestens 3 Tanzveranstaltungen in dem und mehrere Kaffeekonzerte für die Gäste. Also es war meiner Meinung nach, also für die Urlauber, die hier in Schirke Urlaub gemacht haben, war es eine kleine Augenweide und ja, wie soll ich das bezeichnen? Also es war Top-Urlaub. Ja, haben etwa 250 Gäste versorgt dort zu der Zeit. Und obwohl Schirke ja auch Grenzgebiet war, aber es durften eben auch einige nach Schirke einreisen, die einen Passierschein kriegten, wenn sie vorher überprüft wurden durch die Polizei und durch die Stasi. Und Schirke hatte früher genauso viele Gäste wie Einwohner. Wir waren 1200 Einwohner hier im Ort und auch 1200 Gästebetten. Und die waren immer belegt, ob Sommer, ob Winter. Und es hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten. Ich muss Ihnen auch sagen, dass ich meine Frau dort kennengelernt habe. Und nun sind wir schon 45 Jahre verheiratet. Kann man ja vorstellen, wie lange Zeit das her ist, dass ich dort tätig war. Dass es stillgelegt wurde, tut mir in der Seele leid. Denn es ist eines der schönsten Häuser hier mit im Ort. Und es ist ja nun im Laufe der Jahre derart zerfallen und eine Ruine. Es hat auch schon mal drin gebrannt. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich damals noch als ganz junger Bursche mal ein Dachstuhlbrand miterlebt habe in diesem Ferienheim damals. Und es war der Wasserschaden größer als der Brandschaden. Aber es wurde dann wieder durch den FTGB-Feriendienst wieder aufgebaut, und sodass die Gäste dort schönen Urlaub verleben konnten. Leider ist es nun so, dass es nun seit 23 Jahren geschlossen ist und so in sich zusammenfällt. Es stimmt mich jedes Mal traurig, wenn ich diese Häuser sehe. Und wir haben, ich sage das ganz ehrlich, wir haben hier in Schirke die 23 Jahre verschlafen. Und wir sind jetzt froh, dass wir uns, also Wernigerode angeschlossen haben. Und da sehen wir eine ganz große Entwicklung wieder für den Ort. Und so wie ich das mitgekriegt habe, oder man sieht es auch, also dass das Hotel Heinrich Heine wieder hergerichtet werden sollte. Und man spricht wieder mit dem Eigentümer des Dunker, ob er nicht ganz so gar doch nochmal investieren will und will dieses Hotel wieder aufbauen. Es ist an der Zeit. Ich meine, wir haben ja auch schon etliches weggerissen hier im das damalige Ferienheim Harzland existiert nicht mehr, oder das Hermann Gieseler. Es waren schon Schandflecke im Ort, aber jetzt sehen wir tatsächlich, wir sehen die Zukunft hier in diesem Ort, dass doch wieder was passiert und was gemacht wird.